Nadelskagen-Zoff mit Krümel, die Zuschauer sind entsetzt. Ein Promi-Streit, der auch vor den TV-Bildschirmen für Furore sorgt. Am Montag ließ sich Skandalnudel Nadja Abd El Farg, 53, erneut von Schuldenberater Peter Zwickart, 68, im Umgang mit ihren schwierigen Finanzen helfen. Auch Mallorca-Entertainerin bot Nadel Hilfe an, wurde von ihr jedoch barsch abgewiesen. 1000 Euro Gage seien ihr einfach zu wenig für einen Auftritt. Das Publikum konnte Nadels Verhalten nicht fassen und machte seinem Ärger im Netz Luft. Auch wenn Nadel die besagte Performance letztlich doch noch absolvierte und damit zumindest oberflächlich für Frieden sorgte, bei den Zuschauern konnte die Ex-Lebensgefährtin von Pop-Titan Dieter Bohlen, 64, nichts mehr retten. Sollte froh sein, überhaupt was zu bekommen. €1000. Dafür müssen normale Leute einen Monat arbeiten gehen, stellte eine Promiflass-Leserin auf Facebook verärgert fest und erhielt viel linke Zustimmung anderer User. In Nadels Streit mit steht die überwältigende Mehrheit hinter der Clubbetreiberin, 97,1% von 3916 Lesern stellten sich in einer Abstimmung hinter Marion Pfaff, wie bürgerlich heißt. Dass deren Mühen vergebens waren, verleitet die Zuschauer zu düsteren Prognosen. Ihr ist nicht mehr zu helfen. Jeder hat eine Chance oder sogar mehrere verdient, aber bei ihr sieht man ja, dass es zwecklos ist und sie immer anderen die Schuld gibt, kommentierte ein Leser die Schlagzeilen um den Gagenstreit. Tipps für Promiflass? Einfach E-Mail an tipps@promiflass.de.